Es gibt keinen Cocktail, ihr Lieben. Hallo, herzlich willkommen. Diese Gläser stehen schon bereit für ein ganz tolles Mousse au Chocolat. Der Klassiker schlechthin. Dann gibt es einen schönen Lachs mit Erbsenpüree und einer Weißweinsoße, die mit Meerrettich verfeinert wird. Und als Vorspeise etwas schön Veganes, nämlich gebackenen Blumenkohl mit so einer Avocado-Creme. Also ihr merkt schon an meiner Stimme, ich möchte am liebsten gleich essen, aber vorher müssen wir kochen. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr mitmacht. Und wir fangen gleich an, nämlich mit dem, was am längsten braucht, beziehungsweise was kaltgestellt werden muss, Mousse au Chocolat. So, wie macht man das? Da gibt es ja ganz viele Rezepte, ich weiß das. Als erstes tue ich erstmal Bitterschokolade hier in ein Gefäß. Das ist jetzt hier eine Induktionskochplatte. Da braucht man kein Wasserbad. Ihr seht, die Schokolade schmilzt hier relativ schnell. Ich nehme so eine schöne Bitterschokolade, am besten diese 70%. Die ist richtig schön nachher, weil die auch schön fest wird. Und wir brauchen natürlich auch, bevor wir das Ei aufschlagen, geschlagene Sahne. So, nehmen wir gleich mal beides raus. Wir tun die Sahne gleich mal hier in die Küchenmaschine. So, die muss schön kaltgestellt sein, ungefähr 300 Gramm, so. Und dann schlagen wir die Sahne jetzt schön so halbfest auf, nicht ganz fest, ja. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, aber das ist alles, glaube ich, okay. Wir nehmen ein Ei daraus. Eier übrigens halten auch draußen, man muss sie nicht unbedingt kalt stellen, so 18 Tage sagt man ja. Danach ist es wichtig, dass man sie richtig kontrolliert. So, wie macht man jetzt den Ansatz für einen Schokoladenmousse? Man gibt ein Ei, komplett so wie es ist, in eine Schüssel. So, dann nehmen wir einen Schneebesen. Den habe ich hier. Und ich tue ein bisschen von dem heißen Wasser hier dazu. Ich muss aber aufpassen, dass das Ei nicht sofort anfängt zu stocken. So. Und dann gehe ich jetzt her und tue über das heiße Wasser dieses Ei aufschlagen. Und zwar, das ist richtig schön cremig. Warum mache ich das? Es wird natürlich nachher so schön locker und durch das Schlagen bekomme ich hier richtig viel Sauerstoff drunter, ja? Das ist ja auch wie bei einer Sauce Hollandaise. Immer schön aufschlagen alles. Und über Wasserbad, wie gesagt, bekomme ich dann auch diese Bindung hin. So, meine Schokolade da vorne. Das ist zu heiß geworden jetzt. Aufpassen, Johann, das darf nicht so warm sein. So. Also ich habe jetzt hier diese schöne cremige Konsistenz, schütte das Wasser weg, den Herd mache ich natürlich aus. So, und jetzt kommt hier rein, erstmal die Schokolade. So. Die muss natürlich komplett aufgelöst sein. Wie gesagt, das kann man auch in der Mikrowelle zu Hause machen, geht übrigens auch sehr gut Schokolade auflösen. Ich kann mir das hier also auf dem Induktionsherd natürlich so leisten, indem ich das nur draufstelle. So, rein damit die flüssige Schokolade. Herrlich, dieser Duft von Schokolade, gell? Wahnsinn. So, dann, wir aromatisieren das Ganze ein bisschen, nehmen einfach so eine Bio-Orange, tun ein bisschen Schale rein. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen Rum. Können Sie weglassen bei Kindern, ganz klar. So. Und das tue ich jetzt glatt rühren. Und jetzt seht ihr hier, das muss richtig schön glatt sein. So. So, eine schöne Creme. So, und jetzt da würde ich sagen, meine Sahne, ja, noch ganz kurz.
auf keinen Fall darf die Sahne so richtig hart geschlagen werden, ja? Dann wird das Mousse nichts. Es muss so richtig schön zart sein, so, man sagt so leicht angeschlagen, ja? So ähnlich wie beim Irish Coffee. So, und jetzt wird die Sahne da drunter gerührt. Und zwar erstmal so ein bisschen, nicht gleich alles. So. Also so richtig schön die Masse erstmal so glatt rühren, ja? Und dann kommt noch der Rest drunter, denn das Schokolade muss ja kalt gestellt werden, es muss ja fest werden. Wir machen nachher noch drauf so eine Himbeersoße. Habe ich euch versprochen im Trailer, dass es was mit Himbeeren dazu gibt. So. Und Sahne schlagen natürlich so in der Küchenmaschine geht halt einfach sehr gut. So, das tun wir mal alles zur Seite. Das brauchen wir nicht mehr, denn jetzt konzentrieren wir uns auf das Mousse. Und jetzt seht ihr schön unterrühren, so. Leute, ich bin so happy. Guckt doch mal hier hin, die schöne Konsistenz und die schöne Farbe. So, normalerweise würde ich jetzt so machen, aber mache ich später. Gut, und jetzt füllen wir das ein, so, in die Gläser. Eins, zwei, drei. Oh, jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen, totgeteilt, aber das macht nichts. So, und vier. Oh, da war ich bei den ersten Gläsern zu großzügig, aber ist kein Problem. Wir haben hier einen Löffel, wir nehmen da etwas raus in der Mitte und verteilen das noch so ein bisschen, so. Okay. Jawohl. So, ihr Lieben, so ist das Ganze jetzt hier. Der Schokoladenmus ist fertig. Jetzt stellen wir das natürlich kalt, weil, ich meine, das muss ja fest werden, ja, ist ganz klar. Das kann man dann auch zweifärbig machen, das kann man auch, wie gesagt, mit verschiedenen Früchten garnieren. Ich glaube, jeder von euch hat da genügend Fantasie, wie man das machen kann. Der Lachs steht auch schon bereit für später, den nehmen wir auch später raus. So, also, Nummer 1 war das Schokoladenmousse. Nummer 2 wird jetzt erstmal die Kartoffel. Wir müssen ja so Kartoffel schälen, wir brauchen ja Kartoffel, für die Basis unseres Erbsenpürees, ja, und da tue ich einfach hier ein bisschen Wasser rein. Ich tue also die Kartoffel nicht kochen, ich tue sie dämpfen, weil durch das Dämpfen die Kartoffeln natürlich wesentlich besser bleiben, die laugen nicht so aus. Ich hasse also das Thema Kochen im Wasser, deswegen nehme ich also jetzt hier diese Kartoffel und dann lege ich mir da ein Stück Küchenpapier hin, dann kann ich nämlich gleich das mit dem Papier nachher alles in den Müll werfen. Das machen Sie wahrscheinlich auch so zu Hause. Ich schäle das jetzt einfach alles hier auf das Küchenpapier. Und Sie wissen ja, so Kartoffeln gibt es ja verschiedene Arten. Es gibt ja festkochende Kartoffeln, es gibt ja mehlig kochende Kartoffeln. Es gibt überwiegend festkochende Kartoffeln. Also für so ein Gericht hier nehme ich natürlich jetzt mehlig kochende Kartoffeln. Ja? Ich könnte auch zum Beispiel für sowas meine Kartoffel im Ofen schieben. Also das ist auch eine Möglichkeit bei 150 Grad zum Beispiel. So eine Stunde mit der Schale, so wie Baked Potatoes. Und dann kann man die durch die Presse drücken. Aber wie gesagt, das geht auch jetzt hier. Und wir haben nur 45 Minuten Zeit. Also da würde das zu lange dauern. Deswegen tue ich die Kartoffeln jetzt einfach hier bei mir dämpfen. Ich hoffe, es macht euch Spaß zu Hause. Ihr seht, ich bin voll motiviert. Jetzt werde ich wahrscheinlich fragen, wann hat der das letzte Mal Kartoffeln geschält? Ja, das gehört auch dazu. Das ist ein Teil meiner Arbeit, ist in meiner Lehre. Ich komme ja aus Graz, wie gesagt, habe da eine Lehre gemacht. Ich glaube, ich habe das erste halbe Jahr habe ich nur Kartoffeln geschält. Ich habe nur Kühlhaus geputzt. Ich habe nur Zwiebeln geschält. Also ich habe keine Tränen mehr. Also ich weiß,
dass meine Tränensäcke funktionieren, das kann ich euch sagen. Das hat alles in meiner Ausbildung, wurde das ganze Thema sehr beansprucht. So, okay, noch eine kleine. So, also ungefähr so, ihr seht ja für 4 Personen, das kann man dann selber bestimmen. Je nachdem, wenn man eine große Familie hat, die viel essen, dann kannst du auch mehr Kartoffeln nehmen, aber das geht alles problemlos. So, jetzt da tun wir die Kartoffeln einfach, wo ist denn jetzt mein Einsatz hier, da rein und schneiden wir einfach hier so die Kartoffel da in so Stücke rein. Ja? So. Und machen dann den Deckel drauf und dann werden die einfach gedämpft. Ich brauche unten kein Salz reinmachen, das mache ich später rein, das bringt eh nichts. Das unten drunter so. Einfach Deckel drauf und schon kochen, dämpfen meine Kartoffeln. So, das ist jetzt das Praktische. Man nimmt einfach das Papier, man hat kein schmutziges Brett und schon geht's weiter. Denn wir brauchen ja dazu nachher zum Lachs mit dem Erbsenpüree brauchen wir auch eine Meerrettichsoße. Diese Meerrettichsoße besteht aus so einem Grundansatz. Das könnt ihr auch mal merken für zu Hause. Wie macht man das? Ja? Man nimmt einfach für so einen Grundansatz von Suppen und Soßen nehme ich sehr gerne weiße Zwiebel. Also ich nehme jetzt eine weiße Zwiebel. Die ist auch für 4 Personen, würde ich sagen, ausreichend. So. Du also jetzt hier erstmal so ein Töpfchen heiß machen. Ich gehe am besten da vorne hin. Und gebe da rein ein bisschen Olivenöl. Oder nee, Butter ist noch besser. Butter für eine Meerrettichsoße ist gut. So ein Stückchen Butter rein. So, dann kann ich die Zwiebel einfach so reinschneiden hier. Das ist egal, das wird nachher alles gemixt. Und jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick. Ich klaue nämlich hier so noch ein Stück Kartoffel aus dem Topf. Denn die Meerrettichsoße muss ja schön binden nachher. Die muss ja so eine leichte, gute Konsistenz haben. Und da nehme ich jetzt noch ein Stück raus. Die tue ich nämlich hier mitkochen oder vielleicht 2 kleine Stücke. Weil nämlich durch das Mitkochen nachher die Soße auch eine natürliche Bindung bekommt. Ja? Lass mir jetzt schön anbraten da vorne. Das dauert jetzt ein bisschen. Wird dann mit Weißwein aufgegossen und mit Sahne eingekocht. Zum Schluss kommt der Meerrettich rein. Aber ihr werdet das alles sehen. Also keine Angst, es geht alles gut. So, Meerrettichsoße. Gut, dann geht's weiter bei uns mit der Panade oder beziehungsweise wir machen jetzt erstmal den Blumenkohl. Der Blumenkohl ist nämlich hier. Der wird ja paniert, ja, wird also quasi, das Gericht ist vollkommen vegan, also ich liebe das ja sehr und deswegen zeige ich euch das auch, wie ich das mache, für mich persönlich. Und zwar tun wir die Blumenkohlröschen einfach hier oben so ablösen, ja. Das kann man jetzt groß oder klein machen. Ich muss nur zwischendurch mal gucken, dass meine Zwiebel da vorne nicht anbrennen. Also einfach so ein bisschen andünsten lassen. Natürlich möchte ich hier keine Farbe haben. Die Meerrettichsoße muss ja weiß bleiben. Wir gießen das Ganze gleich auf mit Weißwein. So. Können natürlich auch, ihr Lieben, wir können auch ein bisschen Knoblauch reinmachen. Ja? Gerade bei so einer Meerrettichsoße so ein bisschen Würze, das finde ich immer ganz gut. So vielleicht so 2 Zehen da rein, das ist immer was Besonderes. Ich liebe auch diesen jungen Knoblauch, ihr seht hier, den kann man so ganz unkompliziert schälen. So rein damit und dann lassen wir das erstmal kochen. Blumenkohl, da sind wir stehen geblieben. Da tun wir jetzt die Röschen runter. Natürlich ist der Blumenkohl wunderbar. Ich liebe Blumenkohl. Bei uns in Österreich heißt er ja Kaffeeol. Ist aber das Gleiche. So, ich würde sagen, das reicht. Ha? Ja, das reicht für uns heute. So, da der nachher gebacken wird, ja, ist es immer ganz gut, wenn man den Blumenkohl jetzt so ein bisschen vorgart. Ja, und das ist bei mir natürlich jetzt hier eine wunderbare Möglichkeit, einen Topf für beides zu verwenden. Ich tue jetzt einfach hier den Deckel runter, die Kartoffeln sind noch hart und tue einfach da oben jetzt den Blumenkohl reinlegen und tue den so ein bisschen vorgaren, einfach in diesem Wasserdampf, ja, damit der so eine leichte Vorgarstufe hat, denn wird nachher ja im Fett ausgebacken und da möchte ich, dass es nicht so lange dauert im Fett, weil dann, wie gesagt, wird außen die Panade zu
braun. So, Prinzip okay, oder? Und ihr seht, ich lächle, ich habe Spaß und ich hoffe, ihr auch. Und das ist das Wichtigste, gell? Ich bin jetzt so lange in diesem Beruf, ich koche nach wie vor mit sehr viel Freude und Leidenschaft. Und ich glaube, nur so kann man auch diesen Beruf einfach lieben und kann man viel Freude damit haben. Jetzt geht's weiter. Wir machen ja ein Erbsenpüree. So, Erbsenpüree heißt Kartoffel und natürlich auch Erbsen. Ihr habt ja auch gesehen in dem Trailer, dass ich euch gesagt habe, ich verrate nicht, was es ist. Das Grüne, das ist nämlich eine Basis aus Erbsen. Und die Erbsen habe ich da vorne. Das ist etwas, was ich auch euch mal sagen möchte. Wir nehmen diese Erbsen tiefgekühlt, weil ich finde, dass die tiefgekühlten Erbsen so einen richtig schönen grünen Farbstoff haben. Also damit kannst du richtig schön ein tolles Püree machen. Die müssen allerdings blanchiert werden und werden dann gemixt. Genauso wie ich jetzt etwas vorbereiten muss für die Panade. Die ist nämlich besonders bei unserem veganen Blumenkohl. Wir brauchen als erstes, ich kenne ja diese sogenannte Panierstraße, wir brauchen da drei verschiedene Dinge. Wir nehmen am Ende, zum Panieren nehmen wir nicht Brösel, sondern wir haben da so alte Brezel, das heißt getrocknete Brezel. So. Diese Brezel tue ich jetzt einfach selber feinmalen. Die haben so eine Würze, ja. Die sind auch vom Vortag. Also müssen schön knackig fest sein. Und vielleicht sollte ich auch ein bisschen weniger reinmachen. Und jetzt versuchen wir es nochmal. So, jetzt. So, noch ein bisschen. So, jawohl. Ihr seht hier, es hat geklappt. Hier haben wir schöne grobe Brösel vom Blumenkohl. Und das Wasser kocht hier extrem, deswegen tue ich jetzt die Erbsen da rein. Darf aber nicht vergessen, vorher Salz reinzumachen, damit die Erbsen also nicht sofort braun werden. Ja? Das geht alles. So, man muss nur ruhig bleiben. Das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr, kann man später benutzen. So, hier, jetzt schauen wir mal nach dem Blumenkohl. Ich glaube, dass der Blumenkohl hier vorne, seht ihr hier, schon so eine schöne vorgegarte Stufe hat. Dafür nehme ich jetzt einfach hier so eine Wanne und nehme den einfach raus. Denn die Kartoffeln, die dauern noch. Und lass den Blumenkohl einfach abkühlen, ja? Bevor man den nachher später in der Panade wälzen, die ich euch gleich zeigen werde. So. Die Kartoffeln, wie weit sind die? Ah, das merkst du, sind noch zu weich, also zu hart. Die muss noch weicher werden. Den Blumenkohl stellen wir da vorne hinterher zum Panieren. So, jetzt da. Wie macht man eine Panade? Da braucht man natürlich jetzt erstmal Mehl. Mehl als erstes. So. Mehl schön. Dann braucht man als zweites, und zwar bei vegan nehme ich natürlich kein Ei, sondern ich zeige euch das, wie man das machen kann. Man nimmt Stärkemehl. So. Dann nimmt man dazu ein bisschen Kurkuma für die Farbe, dann sieht es aus wie Eigelb. So, und jetzt habe ich hier noch etwas Wasser. Und einen Schneebesen. Und dann verrühre ich das Ganze. Das ist so ähnlich wie die Japaner das machen mit ihrem Tempura-Teig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Die machen so Gemüse in so einem dünnen Backteig. Und dann machen die das auch so. So, und dadurch klebt nachher die Panade fest. So, muss man schön verrühren, dass keine Klumpen drin sind.
So, also meine Voraussetzung zum Panieren ist geschaffen. Dann würde ich sagen, meine Erbsen sind auch fertig. Dann tue ich die mal kurz abgießen, weil die brauchen wir auch fürs Püree. Das Wasser tue ich mal weg, das heiße. So. Und jetzt da gebe ich die Erbsen da rein. Und Leute, ihr werdet sehen, wir haben ungefähr noch 20 Minuten. Wir schaffen das alles. Es wird alles fertig. Ich möchte euch ja beweisen, wie man live und in Farbe, wie man das so schön kochen kann, wie das alles geht. So, die Erbsen sollten natürlich immer heiß gemixt werden, ja. Ich habe da noch ein bisschen Gemüse vor von mir. Den gebe ich dazu. Und dann tue ich einfach den Deckel drauf. Und jetzt hoffe ich mal, dass das etwas einfacher geht, wie mit dem Pressen. So. Und jetzt mache ich einfach hier, ihr seht hier so ein richtig schönes grünes Erbsenpüree, ja? Mach aber keine Gewürze, nichts rein. So, lass mich hier stehen. Ein bisschen sauber hier mal die ganze Fläche. Blumenkohl paniere ich gleich. Jetzt tue ich erstmal gucken, wie man das macht mit der Soße. Die Soße habe ich ja eingekocht nochmal für euch, diese Meerrettichsoße. Da muss natürlich jetzt auch noch Sahne rein, bevor dann später der Meerrettich reinkommt. So, dass es schön eine cremige Soße wird. Die wird auch gebunden, wie gesagt, durch diese Kartoffel. So, das haben wir. Jetzt tun wir den Blumenkohl vorbereiten. Beziehungsweise, nein, jetzt werde ich erstmal den Lachs anbraten. Denn der Lachs, der muss ja auch langsam gegart werden, ja? Ich tue die Pfanne hier rüber, damit ihr mehr seht zu Hause. Und zwar nehme ich einfach so eine schöne Pfanne, beschichtet. So. Tue die da drauf und mache jetzt rein erstmal Olivenöl. Und gebe auch dazu zum Olivenöl ein Stück Knoblauch. So, wo habe ich denn hin, meinen Knoblauch von vorhin? Den habe ich da. Ja, da ist er doch hier. Ein Stück Knoblauch bei dem Fisch, weil Fisch und Knoblauch verträgt sich sehr gut so am Rand. Damit das Öl schön aromatisiert wird, so eine Viertel oder halbe Knolle könnt ihr da reinmachen, ja, so. Ist schön ausreiben, die Pfanne. Und dann hole ich gleich mal meinen Lachs raus. Denn ich habe hier so vier schöne Lachsstücke. Die sind so auch noch mit Haut. Habe sie vorher natürlich gesäubert, ist klar. Die Haut ist noch dran und ich lege den Lachs jetzt hier einfach rein, mit der Hautseite nach unten. Und ihr seht, es muss leise sein, das Geräusch. Es darf nicht zu heiß sein. Wenn es zu heiß ist, ja, dann ist der Fisch sofort unten total braun und oben ist er noch roh. Also nur kurz anbraten. So, dann würzen wir das Ganze mit Salz. Auch hier seht ihr beim Würzen, ja, nicht so wieder so hinschmeißen, sondern so ein bisschen mit Gefühl, mit Hingabe. Ihr seht, ich stehe immer so leicht gebückt. Warum? Weil ich habe so Ehrfurcht vor den Produkten. Ja, ich liebe das einfach. So. Pfeffer drauf. So, und dann habe ich, würde ich sagen, das gemacht, was ich machen muss, bevor dieser Fisch in den Ofen kommt, ja. Noch ein bisschen Öl oben drüber. Dann tue ich noch drauf, was ich ja so liebe, so ein bisschen Würze, nämlich ich habe hier so ein bisschen Cayennepfeffer oder Chili. Ah. So, jetzt aufgepasst, Leute. Auf keinen Fall zu heiß, sondern nur 120 Grad in den Ofen und dann rein damit.
Und jetzt schön ziehen lassen, garen lassen, dann passt es perfekt. So, was machen meine Kartoffeln? Das ist jetzt die große Preisfrage. Jawohl. Johann, ich würde sagen, nee, wir lassen sie noch ein bisschen. Vielleicht noch 2-3 Minuten. Wir lassen die Soße hier kochen. Und dann können wir jetzt in Ruhe schon mal unseren Blumenkohl panieren, bevor wir nachher unsere noch schöne Avocadosoße machen. So, jetzt fangen wir mal an. Wir würzen den Blumenkohl mit Pfeffer und auch mit Salz natürlich, gell? So, schön. Dann nehmen wir am besten Gabeln. Ich glaube, damit geht es am besten. So, das ist hier alles schön, hier die Panade. Jawohl. So, wir tun erstmal hier den Blumenkohl in Mehl. So. Dann hier durch diese Pseudo-Ei-Panade. Und gleich tun wir sie dann durch die Brezel, durch die gemahlenen Brezeln. Klebt wunderbar, werde ich gleich sehen. Die Banane hier drauf klebt super. So, ja, seht ihr, wie schön das aussieht? Das ist der Wahnsinn. Das ist der extreme Wahnsinn. Und natürlich schmecken solche Brezel durch das Salz und durch die Natronlauge, schmecken die natürlich etwas intensiver, gell? Das ist klar. So, dann tun wir die nächsten da rein. Ich bin ja in Österreich bei meiner Mutter immer in der Küche gestanden und habe immer zugeschaut. Und da gab es auch immer gebackenen Kaffeeol. Da gab es dann meistens dazu so eine Sauce Tartare mit gekochten Eiern. Und jetzt, wie gesagt, zeige ich euch mal die moderne Form davon, wie man das schön machen kann. Auf vegane Art und Weise. So, ich liebe das ja so sehr, diese Art von Essen. So, hier schön rein. Schön festdrücken. Ach, herrlich, herrlich. Sieht gut aus, oder? Sieht aus wie so ein so eine Skulptur. So. Ich nehme auch immer gerne da ein bisschen die Finger, weil es einfach schneller geht. So. Oh, meine Soße da drüben kocht schon richtig stark. Dann sind auch die Kartoffeln gleich fertig. Könnt ihr mich noch sehen von dem Dampf von den Kartoffeln? Ja, alles gut. So, das dauert halt immer ein bisschen, gell? So panieren, das weiß man. Das ist auch mal was Schönes, da kann man auch die Kinder mal dazu holen und sagen, komm, hier, helf mal. Ich habe auch kochen gelernt, immer, weil ich immer Pfannkuchen backen durfte. Das hat mich so fasziniert zu Hause. Das ist so, waren so die ersten Schritte, wenn man das dann machen darf. Ja? So. Okay, dann kann ich das zur Seite stellen. Die Soße kocht, die Kartoffel können wir zurückschalten. Und jetzt machen wir noch den restlichen Blumenkohl fertig hier. Und den werden wir dann gleich ausbacken, schön in Pflanzenöl. So. Das ist ziemlich viel geworden, aber so ein Blumenkohl ist immer sehr groß natürlich. Und das ist ziemlich ergiebig. So. Aber ich würde sagen, das sieht gut aus. Das tun wir jetzt alles weg. Dann muss ich auch mal ein bisschen sauber machen hier, sonst denken die Leute, wie kocht der denn da? Was für meine Hände. Ist immer wichtig, Leute, Küchenhygiene, schön sauber arbeiten. Wir stellen auch schon mal das Fett auf. Nachher für den Blumenkohl zum Ausbacken, der braucht ja auch das Fett. So, die Soße können wir zurückschalten hier. Und dann würde ich sagen, Leute, machen wir jetzt als nächstes unsere Mischung aus Kartoffel und Erbsen für das Erbsenpüree, oder? So, wir haben also noch über 10 Minuten Zeit, Leute. Gar kein Problem, wir schaffen das alles, wird alles gut.
So, jetzt sehe ich hier die Kartoffeln, ja? Die sind jetzt gedämpft. Jetzt nehme ich, kann man ja den Topf nochmal nehmen hier. Der ist ja sauber. Nehme ich jetzt einfach eine Kartoffelpresse und presse die Kartoffel da rein. So macht man übrigens auch ein Kartoffelpüree. Ich halte nichts, die Kartoffeln nur zu stampfen. Wenn du nur stampfst, dann finde ich das immer so, sind die Kartoffeln immer so ganz bröckelig. Das muss schön fein sein. Einfach hier reinpressen. So. Jawohl. Was für ein Gefühl, wenn man solche Kartoffeln pressen kann, Leute. Gut. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir hier die Kartoffeln. Die sind so richtig schön wie so ein Kartoffelschnee. Wir geben dazu natürlich ein schönes Stück Butter. Ganz wichtig. So, dann schauen wir, was die Erbsen machen. So, also ich kann euch jetzt einen Tipp geben. Man kann zwei Sachen machen. Entweder man tut die Erbsen nochmal richtig durch ein Sieb passieren, was sehr mühsam ist. Aber man kann das Püree auch so reingeben. Ich finde, für alle, die schnell zu Hause kochen wollen, ist es auch eine Erleichterung. Man kann es auch durchstreichen, aber ich finde, man isst die Erbsen auch sonst mit Schale. Es ist überhaupt kein Problem. Man tut das einfach so alles rein hier. So. Gut. Jetzt machen wir rein Salz. So, brauche ein bisschen Salz. Dann machen wir rein ein bisschen Chili. Dann machen wir rein ein bisschen Pfeffer. Dann versuchen wir das mal alles hier umzurühren. Und jetzt mit der Butter schön binden. Guck mal hin, die schöne grüne Farbe, Leute. Ja? Das ist jetzt ein richtiges frisches Püree mit Erbsen und Kartoffeln. Auch die Konsistenz ist gut so. Ja? Ihr könnt natürlich noch mehr Butter reinmachen, wenn ihr wollt, aber ich finde, das ist schon ein schönes Stück gewesen jetzt. Sollen wir jetzt mal schauen. Ich probiere es auch gleich für euch. So, ein bisschen schön. Machen wir noch mal hier einen Löffel. Dann erstmal alles schön rein. So. Yes, Leute, das schmeckt. Das schmeckt. Und das ist beim Essen das Wichtigste. Es muss schmecken, muss gut aussehen. So. Also, wir haben jetzt das. Wir haben jetzt das Püree. Das stellen wir jetzt warm hier auf Stufe 2. Das macht unser Lachs. Unser Lachs. Ja, den können wir eigentlich schon ausschalten. Der braucht nur noch ziehen. Wir schalten den Herd komplett aus, lassen ihn nur noch ziehen. Jetzt müssen wir noch unsere Avocado-Creme machen für den Blumenkohl und den Blumenkohl ausbacken. Dann nehmen wir jetzt eine Avocado. Wir nehmen eine rote Zwiebel. Was machen wir noch rein? Rote Zwiebel, Avocado, ein bisschen Limonensaft können wir reinmachen. Chili passt sehr gut rein. So, also fangen wir mal an. Nehmen wir ein großes Messer, da geht es schneller. Chili halbieren. Wir lassen die Kerne drin, weil die schön scharf sind. Die Avocado tun wir halbieren da. So. Oh, die ist schön, die Avocado. So, dann würde ich sagen, ich habe noch mal so einen Mixer da, glaube ich, so einen Aufsatz irgendwo.
Jawohl. Dann tun wir die Avocado da rein. Jawohl. So. Dann machen wir auch rein, würde ich sagen, hier, wir haben so getrocknete Tomaten, die habe ich auch irgendwo gehabt, genau. Das ist immer gut so. Das Öl davon und getrocknete Tomaten. Das passt sehr gut, ja. Das ist dann so eine richtig schöne, das gibt so eine schöne cremige Konsistenz, auch das Öl davon. So, dann machen wir rein die Chilischoten. Und dann machen wir auch rein Limonensaft. Natürlich auch muss da rein ein bisschen Salz. Ganz wichtig. Und zum Schluss hängen wir dann die roten Zwiebeln drunter. Aber erstmal tun wir das jetzt hier mixen. Das bisschen Erbsenzeug macht nichts dabei. So. Und mixen da jetzt erstmal eine Creme draus. Ja. So, jetzt da. Na? Geht doch. So. Jetzt haben wir ja so eine schöne, pikante, vegane Creme mit Avocado und getrockneten Tomaten. Die fülle ich gleich um, dann in mein Servierschälchen für nachher. Das habe ich hier. Ah, nee. Ich mache noch die Zwiebel drunter. Die schneide ich zuerst. Und zwar, ich habe hier eine rote Zwiebel. Jetzt sagen wir, nehmen auch nur, ich glaube, eine halbe wird reichen für die Menge. So. Und dann gebe ich noch dazu ein bisschen Kräuter. So, das können wir ausschalten hier. Ich glaube, das ist alles gut. Ein paar Kräuter habe ich noch hier. Ich würde sagen, wir nehmen Schnittlauch diesmal. So ein Bündchen Schnittlauch. Man muss an ganz schon vieles denken bei so einem Menü, gell? Das ist schon viel, ja? Also es ist wirklich wahnsinnig viel, an was man da denken muss, wenn man so ein Menü zubereitet. So, die Schnittlauchröllchen. Da habe ich noch im Kühlschrank so ein bisschen vegane Creme, so ein Frischkäse, damit das Ganze schön cremig ist. Den hole ich jetzt gleich raus. Und dann seht ihr, wie man so eine schöne, richtig leckere Soße machen kann aus diesen Zutaten. So, mache ich gleich. Ich würde sagen, jetzt tue ich erstmal den Blumenkohl, gucken, wie weit das Fett ist, denn der muss ja ausgebacken werden. Jawohl, ihr seht hier, das Fett ist heiß. Wir machen den auf zweimal. Und legen auch gleich hier so ein Tuch hin, weil wir den natürlich dann abtropfen lassen müssen, damit das Fett wegkommt, ja? Das ist eine richtige schöne Creme jetzt. Die schmeckt richtig gut.
noch den Frischkäse rein. So, ich darf natürlich nicht vergessen, meinen Blumenkohl rauszuholen, denn der darf ja nicht zu dunkel sein. Der muss schön goldbraun sein. Seht ihr? Ich freue mich. So, machen wir gleich die nächsten noch rein für die Vorspeise. So, und die Creme. So. Wie immer probieren, Johann, sonst sagen die Leute, der kocht was und ihm schmeckt es nicht. Leute, so, wir fangen an richten. So, wir machen erstmal hier rein die Creme. Das ist jetzt ein bisschen viel. Aber das kann man nachher wieder nachfüllen, wenn die Schüssel leer ist. So. Ich mache da oben noch ein bisschen Schnittlauch drauf, damit das richtig schön aussieht. So, das ist mal das erste hier drauf. Und dann machen wir unten drauf ein bisschen Salat. Den Salat tue ich so ein bisschen nur leicht anmachen mit Olivenöl und mit einem Weißweinessig. Wo habe ich den jetzt stehen? Warte mal, Weißweinessig oder dunklen Balsamico. Ah, da ist der Weißweinessig, ja, da ist er ja. Vor lauter Flaschen sehe ich schon nicht mehr, wo alles steht. So, und Sie sehen schon, wir nähern uns dem Ende. Haben wir einen Salat. Natürlich muss dann ein bisschen Salz drauf, sonst schmeckt der Salat nicht. So, der Blumenkohl dauert noch. Ich wasche mir nochmal die Hände, damit Sie sehen, dass ich, wenn ich was anfasse, auch wirklich immer versuche, alles perfekt zu machen, aber manche Dinge beim Anrichten gehen einfach mit den Händen am besten. Das hasse ich immer so mit dem Besteck, das ist so kompliziert. So, jetzt einfach hier so schön hier den Salat hinlegen. Und dann nochmal hier gleich die Blumenkohlröschen drauf. Den Salat kann man dann so mitservieren. Die Blumenkohlröschen drauf. Wir schalten das Fett natürlich sofort aus, machen jetzt darüber noch ein bisschen Salz über den Blumenkohl. So, und jetzt legen wir die da drauf. Guck mal hin. So. Was ist das? Da soll einer sagen, dass man aus Gemüse nicht wirklich leckere Speisen machen kann. Okay, es reicht auf jeden Fall, würde ich sagen, für 4 Personen. Voilà, oder? Jetzt geht's weiter. Erbsenpüree, Lachs, Meerrettichsoße. So, jetzt tun wir erstmal raus meine Anrichteform, die ich warm gestellt habe. Das ist auch immer wichtig, dass man so eine Form schön warm stellt. Dann nehmen wir so einen großen Löffel und machen mal so 4 Häufchen da rein für den Lachs, der dann da drauf kommt. Also ich würde sagen, es reicht auf jeden Fall, oder? Für euch? Was meint ihr für 4 Personen? Ich finde, das Rezept ist perfekt. So. Und nochmal die Nummer 4. So. Dann kommt der Lachs raus. Das brauchen wir auch nicht mehr.
den Lachs rausholen jetzt aus meinem Ofen. Ihr seht hier, und das ist wichtig, Leute, das müsst ihr euch mal anschauen. Bei dem Fisch ist ganz wenig Eiweiß ausgetreten. Ja? Der Fisch ist also wirklich so nur leicht gegart. Ja? Der ist komplett saftig. Ich möchte ihn aber jetzt nicht anschneiden. So, und natürlich, Leute, natürlich dieses aromatische Öl erstmal drüber. So. Und jetzt mixe ich meine Soße, die ich vorbereitet habe. Die habt ihr vorhin ja gesehen, mit weißen Zwiebeln und so weiter und so fort. Die muss ich jetzt noch fein mixen. So. Und ich habe euch ja versprochen, das gibt so eine richtige schöne cremige Konsistenz für die Kartoffeln. Das kann man jetzt hier sehen. Das gibt eine richtige schöne cremige Soße. Jawohl. So, jetzt brauchen wir als nächstes noch den Meerrettich. Und zwar den Meerrettich, den habe ich hier vorne. Frischen Meerrettich, könnt natürlich auch so Sahne-Meerrettich nehmen, aus dem Glas geht auch. Hier vorne muss man den richtig schön schälen natürlich. Muss alles weg da, das ist ja meistens sandig. Aber immer nur vorne die Spitze schälen, weil sonst trocknet der aus. Und dann nehme ich so eine große Vierkantreibe und reibe jetzt hier rein, einfach grob. Meerrettich ziemlich viel und gieße dann diese Soße hier, und jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, hier zu Hause so ganz leicht hier über den Fisch, und die restliche Soße kann ich natürlich noch extra in einer Sauceere servieren. Leute, ihr seht, ich bin so glücklich, ich freue mich. Ich habe hier noch ein paar Blätter, Rotampfer, das ist ja in der Küche, oder Kerbel oder Dill, was auch immer ihr habt. Noch so ein paar Blätter drauf. So. Und schon ist Gericht Nummer 2 fertig. Und jetzt muss ich meinen Schokoladenmus noch rausholen. Das haben wir auch gemacht. Das ist auch fest geworden, jawohl. So. Und jetzt brauche ich noch ein Sieb. Das habe ich hier. Eine Schüssel. So, dann habe ich hier vorne Himbeeren. Dann nehme ich noch mal einen Schöpfer und presse jetzt einfach hier die Himbeeren durch das Sieb. Dass die Kerne zurückbleiben. Nur das reine Himbeerpüree. Ah. So. Gut, dann machen wir rein ein bisschen Ambuderzucker, das nicht ganz so sauer ist manchmal. Ein bisschen mehr. Und jetzt kommt einfach oben drauf, seht ihr hier, dieses Himbeerpüree
Dann habe ich hier noch ein paar Himbeeren. So, zwei, drei. Wie ein Schokoladencocktail. Guckt mal hin hier. Leute, es ist doch einfach so schön zu kochen und am Ende sich so zu freuen. Ich kann nur sagen, danke fürs Mitmachen, Leute. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Ihr seht, nochmal die wichtigsten Dinge, sage ich nochmal ganz kurz zum Schluss. So ein Blumenkohl gebacken, vegan. Einfach Avocado, gemixt mit kräftigen Zutaten. Super. Den Blumenkohl gebacken mit Brezel anstelle von Semmelbrösel, schmeckt er noch intensiver. Dann so ein Fisch nur bei 120 Grad im Ofen gegart, mit einem Kartoffelpüree, mit Erbsen. Mal ein ganz anderer Geschmack mit Meerrettichsoße. Und zum Dessert ganz einfach ein paar Zutaten für den Mousse Schokolade, ein paar durchpassierte Himbeeren, frische Himbeeren drauf und dann ein bisschen Salat dazu, auch zum Hauptgang. Ihr seht, ich bin glücklich. Ich hoffe, ihr auch. Macht weiter so mit dem Kochen. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ihr seid großartig. Bis zum nächsten Mal. Servus.